Moin moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer Folge Icarus mit dem lieben Dodo zusammen. Moin. Ja, Icarus, wir hatten das Spiel, beziehungsweise ich habe mir das Spiel vor ein paar Tagen schon mal angeguckt und habe gelesen, dass es von DayZ-Herstellern ist, beziehungsweise von den DayZ-Machern. Dodo hatte das gestern gesehen, soweit ich mich daran erinnere. Ja, genau. Und wir haben uns mal gedacht, wir gönnen uns das einfach mal und gucken mal, was das Spiel so zu bieten hat. Ob es ein neuer Survival-Hit wie DayZ wird, ja? Dass man das nach 5 oder 6 Jahren nochmal anfassen kann zwischendurch so. Ja, also ich habe tatsächlich schon reingeschaut, muss ich zugeben. Grafisch ist das eine, also Bestleistung. Also es sieht auf jeden Fall besser aus als DayZ, das kann man schon mal sagen. Ja gut, man weiß halt nicht, wie lange die schon daran arbeiten. Aber wenn man so DayZ sich anguckt, 6 Jahre Arbeit ist da mittlerweile schon drin, glaube ich. Und grafisch hat sich da nicht wirklich was getan. Hey, so, wie machen wir das? Lädst du mich ein? Lädst So, ja, du. ich mach mal eine neue Sitzung auf und ich würde sagen, wir fangen mal bei dem Ding an. Was zu süffeln ein. So, wir landen wieder. Gehe stark davon aus, dass du online das machen musst. Ja, bin ich schon dabei. Nee. Doch hier in Lobby einladen. Beep, 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 beep. Hab dich eingeladen. Aber auch angenommen. Einen Moment. Ich sammle schon mal Steinchen. Und Stöckchen. Ja, keine Ahnung. Der hat jetzt nur kurz geladen, dann passiert nichts mehr. Stufe 30. Ja, ich sehe dich da oben. Das muss doch episch aussehen, oder? Episch im Sinne von einem Feuerball. Episch von, das muss doch geil aussehen. Alter, da ist schon ein Wolf. Platt Ja, machen. du landest zwischen den Bäumen. Ich sehe dich da nicht mehr. Bin unten am Wasser. Übrigens ist mit C kannst du in die Außenperspektive gehen. Und hier war auch schon irgendwo ein Wolf in Sicht. Also, wir haben jetzt erste Mission. Die kann man kaum lesen. Also, die erste Mission im Forest Zone ist Hunt, Gather und Craft. Also jagen, sammeln und bauen. All your actions grant experience. Also wir kriegen für alles XP und können dann leveln und schalten dann neue Skills und Blueprints frei. Und Icarus ist ein strenger Ort, der ein Haus baut und einen Schlafsack aufsetzt, um die rauen Wetterbedingungen zu überleben. Also, ich habe es mal auf Deutsch gerade, aber das steht auch mit in den Einstellungen, dass die deutsche Sprache nur zu 77% übersetzt ist, beziehungsweise die Übersetzung aufs. Ah, ich bin Na gut. Level up. Wollen wir mal. Okay. Das hatte ich tatsächlich noch nicht. Also Was denn? wenn du den unteren Teil vom Stein einfach abbaust, dann bleibt der Rest in der Luft fliegen. Ah, ich sehe es gerade. Ich habe hier vorne, glaube ich, schon Gold gefunden. Ah. Ja, Oxid ist wichtig für Sauerstoff. Habe ich auch. Moinsens. Ja, moin. So, ich habe ein paar Sachen schon gesammelt. Ein paar wenig Sachen. Also Herstellen. ich,
werde jetzt erstmal ein Messer herstellen, einen Bogen mit Pfeilen und das war's. Und dann werde ich tatsächlich auf Wie? Ach so, Ausdauer da unten leveln. habe ich es dann ausgerissen. Ah ja. Ja. So, dann stelle ich schon mal einen Bogen, kann ich noch nicht herstellen. Ich höre nur einen Wolf hier rumheulen. Sieht So. aber wirklich gut aus. Ja. Glaube, ich muss tatsächlich die Schatten ein wenig hoch machen, weil das ist doch ziemlich hell. Ja, ich stimme mich dir vollkommen zu. Aber ich kann das erst nach einem Neustart aktiv machen. Halt ich schön. Ja. Ich wollte eigentlich Stöcker sammeln. Habe ich ein paar dabei, was brauchst du denn? Gib ich dir. Ja, Hab ich wollte für 200 oder uns so. gleich zwei Be Stöcker. Wie kannst du denn 200 Stöcker haben? Nee, 100, 100 Stücke. Oh. Ich werde mal zwei Hallo, Bögen helf mir mal. herstellen. Hau doch einfach drauf, auf den Kopf musst du hauen. Aua. Auf den Kopf machst du am meisten Damage. Das kannst du so nicht abbauen. So. Auch Achso, ich Leben, wie muss. kriege ich Ja, denn wieder gib. Leben? Heilst dich automatisch. Ah, okay. Beziehungsweise musst du gucken, was du für Symptome hast. Siehst du Kalender. im Inventar? Da kommt noch einer. Oh, ich hab ein Messer ab da. Mann, kaputt. Ist dead. Karte, wo ist... Beim Inventar siehst du das. Was ich für Symptom? Ja. Schaden. Beziehungsweise, ja, hier beim Inventar. Alter. Da siehst du deinen Sauerstoff, deine Nahrung und dein Wasser. Ja, dann. Also wenn du nichts hast, dann ist da auch nichts weiter. Ups, jetzt habe ich meine Dings. Also hier ist schon mal ein Bogen für dich. Da. Und er gib mir mal deine Stöcker. Alles klar, dann werde ich jetzt noch ein paar Pfeile herstellen. Ich habe noch was hingelegt. Ja. Man kann nur die gewissen Steine dann abbauen. Schade. Ich dachte, man kann auch Ah, in die was? Umgebung reingraben. Steuerung rechts, Stapel teilen. Ach, Schwefel ist das. Hier sind Pfeile. Also wichtig ist Oxid, damit du deinen Sauerstoff wieder nachfüllen kannst. Essen ist nicht so wichtig, weil wir eh nur die Mission machen und dann schon wieder abhauen. Also das ist so levelmäßig aufgebaut. Und wenn du also diese Mission geschafft hast, kannst du wieder zurück. Und in deine Kapsel kannst du Sachen reintun, die du mit auf die Dingens nehmen willst. Und dann kannst du später, oder kannst du eigentlich direkt schon, einen Außenposten bauen mit den Sachen, die du von den Missionen mitnimmst. Okay, also das ist jetzt eine Mission. Hier fängt man an zu sammeln. Das müsste, um das jetzt zu verstehen. Dann fliege ich mit meiner Kapsel wieder zurück, baue mir einen Außenposten, wo mein Unterschlupf dann ist. Genau. Also wichtig für den Anfang ist vielleicht ein Reparaturding und ganz viel Holz und Alter, Steine und jetzt Oxid so dumm. natürlich. Alter. Da wirst du schon wieder angegriffen, oder was? Achso, und ich empfehle Essen mitzunehmen. Weiß zwar nicht, wie lang so ein Essen hält, aber
Außenposten können wir zusammenbauen oder nur einzeln? Das weiß ich nicht. Ich glaube nur einzeln. Aber die Mission können wir zusammen machen. Oh wow. Bin gleich voll. So, da ist noch Oxid. Okay, Oxid, das man nicht abbauen kann, weil es am Maprand liegt. Kann man das hier abbauen? Ne? Ja. Coole Erd. Es gibt auch eine coole Cam-Ansicht. Wenn du im Ducken auf einen Rehen Headshot machst, dann multipliziert sich der Schaden um 2,5%. Und der Pfeil bzw. deine Kamera fliegt dem Pfeil hinterher. Aha, im Ducken. Im Ducken, ja. Habe ich gerade mal gezeigt im Video. So, und jetzt kommt schlechtes Wetter. Und die Tiere sind übrigens auch ziemlich fix unterwegs. Ja, am besten wir machen fix die Mission fertig, damit wir hier wieder abhauen können. Ja, ich habe jetzt hier gerade was mitgebracht an deiner Kapsel. Kommst du mal bitte, du hast ein Messer. Weil ich... Mir an meiner Kapsel oder wo? An deiner Kapsel. Mir geht's nicht so gut. Du solltest also mal ganz, ganz flott hierher kommen. Ich bin an meiner Kapsel. Ja, ich auch. Ne, du bist an deiner Kapsel. Nein, deine Kapsel ist am Wasser. Oh, warte mal. Kaputten, du bist an meiner Kapsel. Hab ich das denn? Ist nicht viel Ausdauer, das muss ich ja sagen. Bin vergiftet. Und du hast Durchfall, weil du kontaminiertes Wasser getrunken hast. Ach, verdammte Kacke. Wie kriege ich denn Sauerstoff? Mit Oxid. Ja, das habe ich. Und dann? Ja, und dann einfach benutzen. Aber wie gesagt, am besten ist, wenn du den Oxidator baust. Weil da tust du einfach Oxid rein. Das ist der, oder was? Ja, und dann füllt sich das Ding mit Luft und dann kannst du F drücken und dann nimmst du Sauerstoff auf. Ah ja. Das sieht aber gut aus, das Ding. Ja, das stimmt. Das ist nicht so wie andere Spiele, wo dann einfach nur weiße Striche auf deinem Bildschirm rumfliegen. Schlafsack bauen. Hier im Regenschauer sollen wir den Schlafsack bauen. Ah ja, alles klar. Ich brauche noch Fell. Das heißt, ich muss mein Messer eben reparieren. Okay, warte mal, Herstellung. Und dann gehe ich mal ein wenig... Oh, hier sind noch Melonen. Ein Messer muss man jetzt craften. Talente, wo sehe ich denn, wo ist denn mein Schlafsack? Bei Handwerk, Herstellung musst du gucken. Herstellung? Und da kannst du den herstellen. Am. Nee, ich sehe noch keinen. Da habt ihr die Cam wieder gesehen. Wie, du siehst keinen. Muss den auch erst freischalten, ne? Ich muss den erst lernen, genau. Ja, ja. So, ich weiß nicht, wie das jetzt hier mit dem Sturm ist, wie lange wir das aushalten. Sturmaussetzung ist da oben der Balken. Bam. Also das mit der Kamera ist echt nice gemacht. Exposure. Oh.
hab einen Hasen gekillt und einen fetten Headshot gegeben, Bruder. Oh ne, den Bogen wollte ich nicht wegfeuern. Ich wollte den Hasen auf den Boden schmeißen. Nee, du sollst den nicht tragen. Messer in die Hand, so. Erstmal häuten. Da, guck mal, zwei Fell habe ich bekommen. Komm schon. Ach, das ist die Hefe, okay. Oh, es ist tot. Oh mein Gott, war der geil. Hast du auch die Kamera gehabt? Jo. Ich sage, das ist mit eins der coolen Features in dem Spiel. War gerade... Bam! Schon nice. Alter, 2000 Damage machst du, wenn du einen Kopf, einen Stealth-Kill machst. Gegen einen Wolf zumindest. Oh, mein Messer ist schon wieder kaputt. Ah, ich bin Stufe 3. Lass mal noch mal beim Schiff treffen. Gleich, ich laufe gerade um den See herum. Hast du noch ein bisschen Fell? Eins. Fuck. Hast du noch Pfeile für mich? 11 habe ich noch, aber ich kann noch welche herstellen. Ja, da unten läuft gerade an mir einer vorbei. Ich bin bei deiner Kapsel. Okay, den treffe ich von hier oben nicht. Ich stelle noch ein paar Pfeile her. Machen wir mal wieder 20 Pfeile. Pfeile stellst du ziemlich schnell her, ne? Ja, kann sein, dass ich die schon... Ui. Technikbaum. Fackel, also ich müsste den Bogen erst lernen. Dann gib mir nochmal das Fell, was du noch übrig hast. Achso, kann ich das jetzt einfach irgendwo hinstellen? Ah ja, tatsächlich. So. So, warte mal, ich habe was für dich. Dieses Bett erfordert mehr Schutz. Okay, also das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich hier ein Häuschen bauen. Ich habe hier Fleisch ins Dingens getan. Dann packe ich meins auch mit rein. Ja, guck, wie geil das aussieht, wenn du Fleisch rein hast. Da hängt da einfach so ein Fleischstück oben drüber. Passt du mal auf, dass es nicht verbrennt. Ich hole mir noch mal ein bisschen Fleisch. Das verbrennt nicht. Das, nee, legt sich, das legt sich automatisch auf die Seite. Also man hört hier die Tiere, aber man sieht sie kaum. Ach, guck mal da. Bam. Bam. Da hat die ganz gemäht. So wie sie soll. So, häuten. Zack. Ab in meinen Beutel. I believe in Mirko. Erstmal einen Schluck trinken. Ah, wir haben noch ein Talent frei. Dann gehen wir mal aufs Bauen. Beziehungsweise auf Kampf ist vielleicht ganz gut. Haben wir hier Bogen? Schnelles Laden? Gewandter Bogenschütze. Das klingt doch super. Okay, ich suche Wölfe. Ja, die Wölfe musst du messern. Dann kriegst du 4 Leder. Ja, Leder bringt mir jetzt gerade nichts. Ich brauche Fell. Ja, meine ich ja. Also du kannst sie erst anschießen mit dem Bogen und dann messern. Oh, voll ins Maul. Der Schuss war nice, der musste mit ins Best of. So. Ich suche einen Wolf. Einen Wolof. Da vorne läuft einer.
Ups. Guck mal, wieder 4 Leder. Wie auch einfach nur das Skelett liegen bleibt. Hier ist noch Oxid, das werde ich mal mitnehmen. Das werde ich dann direkt mal auf mein Schiff bringen. Kann ich irgendwo, habe ich eine Map oder so, wo meine Kapsel ist? Ah, da ist. M musst du drücken. Weil ich habe meine Kapsel verloren. Ja, die siehst du auf der Karte. Okay, Leute, wir haben jetzt 40 Minuten. Dodo schneidet für euch das Beste raus. Aber ich wünsche euch schon mal ab diesem Punkt einen wunderschönen Tag noch. Bedanke mich bei euch, dass ihr euch diese Deppen hier angeguckt habt. Und wünsche euch noch, ja, wie gesagt, einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschö. Sie. Alter, ich habe 4 Plätze. Ja, ich habe auch nur 4. Oh, Fünf. wow. Fünf hast du. Kann ich doch. Da hat der Dodo sich verzählt. Aber guck dir mal diesen Planeten an, der da oben ist. Da ist der Mond. Die Da ist ein großer Planet. Frage ist, was ist wie. Was heißt wichtig? Wichtig, was brauche ich, was sollte ich mit? Also wichtig ist später auf jeden Fall, aber das würde ich dann in der nächsten Mission machen. Holz und ganz viel Stein sammeln. Also Holz und Stein ist ganz wichtig. Essen auch, Weizen zum Beispiel oder so. Erst eher zweitrangig, weil erstmal musst du ja eine Base aufbauen und dafür brauchst du Holz und Stein und vielleicht Fasern. Durchaus möglich, dass du deine Kapsel später auch noch verbessern kannst. Zurück zur Station. Ja, mach mal. Wenn du den Orbit zurückkehrst, verlierst du deinen Anspruch auf diesen Abwurf und löscht alle Gegenstände, die du derzeit bei dir trägst. Die Belohnungen werden berechnet, sobald du niemand mehr da ist. Kannst nicht zurückkehren. Warum kann ich nicht zurückkehren? Also ich kann zurückkehren, aber dann fliegst du halt raus aus der Sitzung. Ja, aber warum kann ich nicht zurückkehren? Das weiß ich nicht. Warning. Bist du bereit, die Oberfläche zu verlassen? Ja, bin ich. Jetzt haust du doch ab, oder? Ja. Fraktionsziel. Ach, mein Ziel war noch Recon Frost Zone. Ah ja. War denn das? Das weiß ich nicht. Sehr gut. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend oder whatever, wann ihr guckt. Haut rein von meiner Seite auch. Tschüss.